Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord und unserer zweiten Staffel mit der bereits 47. Folge, heute vorproduziert am 3.12.2020. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Demolition Pubs, cooler Name, der mich am 6.11.2019 abonniert hat. Herzlichen Dank dafür, du warst Herz Nummer 62. So, Timer wird gestartet und Gameplay fängt jetzt auch an. Wir jagen gerade Aldareks Armee. Bei Aldarek wollte ich noch mal was nachgucken. Weil der Name ist einfach so offensichtlich Sturgisch, finde ich. Männlich und momentan gehört er den Vlandianern an. Aldarek. Kann man sehen, wo der geboren ist? Oh nein, hier sieht man bloß die letzten Sachen, die passiert sind. Anführer von Daethyr, Adelsgeschlecht des Reiches, er hat den Ruf, unnahbar zu sein. Doch nicht, okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass der aufgrund seines Namens eher so sturgisch ist, weil Aldarek und Aldrik, das klingt einfach so nah dran. Aber egal. Gruppe, wir können was nachrekrutieren. Drei Leute können wir noch nachrekrutieren, theoretisch. So. Einer möchte. Wow. Alter Schwede, ich werde so leiden. So, ich bin immer noch nicht bei bester Gesundheit, das heißt, ich kann mich immer noch nicht voll reinwerfen in die Schlacht. Aber jetzt nochmal 340 einfach wegzunatzen und dabei vielleicht ganz, ganz wenig Verluste zu haben in einem gebirgigen Gelände. Jawohl, den haben wir. Kann natürlich vielversprechend sein. Och, da freut sich aber mich zu sehen, ja, plus 28er Beziehung. Mein Freund, das Schicksal liebt es offensichtlich, alte Freunde kämpfen zu sehen. Dennoch glaub nicht, dass ich meine Pflicht nicht erfüllen werde. Bist du sicher, dass du nicht mal Sturgier warst? Ich hörte ihr Namen Festung Orm und Fahrt. Ja, bin nochmal drüber gerutscht. Wie du weißt, sind wir im Krieg. Ich möchte euch nicht bekämpfen, das ist mir egal. Wir kämpfen also, tja. Der Keeper, der freut sich. Alles klar. So. Ich habe dummerweise nicht geguckt nach Kavallerie und Beschussvorteil. Ja, da Zwacken, 6 Zwacken, 30, 40. Das geht. Ich finde, das geht. Ich bringe schon 30 rein. Dann war 40. 43. Ja. Schade, keine deutliche Mehrheit. Aber wäre cool. Direkt mal die Vlandianer da zu treffen, wo es denen am meisten wehtut. Naja, schauen wir mal, ne? Gut, Angriff! Bin gespannt. Ich habe auch gerade mal bei den Taktik-Perks reingeguckt gehabt zwischen den Folgen. Leider ist nicht mehr der Perk vorhanden, dass man vor Beginn einer Schlacht die Truppen aufstellen kann. Es gibt aber eine Mod dafür, die gucke ich mir dann irgendwann mal an, wenn die Early Access Phase vorbei ist. Tovir möchte die Kavallerie, Mimir Schützen und Oleg Infanterie. Was ist mit der Tjaska oder wie die hieß? Oh. Aber ich bin Angreifer, das heißt, er wird nicht kommen, wa? Obwohl. Soldier, stand up for infantry! Move out! Soldier, arm shields! Soldier, move! Riders, get moving! Put men forward! Schauen wir mal, dass wir das hinbekommen, dass wir die Kavallerie, falls die da gerade kommt, die feindliche, wenn ich das richtig erkannt habe, dass wir die vorher ein bisschen ausmerzen. Move out! Mensch! Get moving! Forward! Jetzt mach doch mal! Boah! So, danke. Und? Kommen sie? Fug! Bleib stehen. Na gut. Schade. Hätte sein können, dass er versucht zu plänkeln. Aber ich sehe da drüben. Na, wenigstens einen Flankenschutz. Wenigstens etwas. Boah, die sind so elendig weit weg. Aber es könnte sein, dass wir da rechts den Hügel und schnappen können. Weil da hinten links sehe ich schon deren Schildwall. Ruhig, Brauner, ruhig. Komischerweise ist die Musik in den Kämpfen immer wieder mal einfach weg.
Meine, weil da, genau jetzt wünscht man sich doch eigentlich so Spannungsaufbau, Trommeln im Hintergrund vielleicht noch. Das ist eigentlich auch ein hübsches Feld hier vorne, aber ich krieg die hier nicht getriggert, ich krieg sie nicht nach vorne gelockt. Hört bitte auf, mir den Weg zu versperren, herzlichen Dank. So, schnapp ich mir da oben schön den Hügel. Vorausgesetzt, wir kommen da hoch. Aber ich würde sagen, die werden sich einfach mal da sammeln. Ich nehme schon mal vor, sie haben ein Schild hoch. Ach, mit Rechtsklick kann ich diese Lektion auch abbrechen. Gut zu wissen. Das war mir wirklich neu. Wenn ich eine Truppe selektiert habe, kann ich mit Rechtsklick die Auswahl, also diese Lektion wieder abbrechen. So, kommen wir hier ungestraft hoch? Das sieht doch sehr gut aus. Geht mal. Kann man so schön veralbern. So, kommt ihr mal dahin. Hier, hier. Rechtsklick. Oh, geil, Omatico. Muss ich nicht immer die Escape-Taste suchen im Eifer des Gefechts? Also ich wusste das echt nicht. Achso, weil der Berittener Bogenschütze ist, deswegen. Und der da ist irgendwie komischerweise zur Infanterie sortiert worden. Und ich habe die falsch rum aufgebaut. Schön. Obwohl, ist nicht ganz so verkehrt. Infanterie vorziehen. Ich versuche mir noch schnell einen Wald zu schnappen. Nicht einen Wald. Böhm. Ihr seid irgendwie noch im Folgenmodus, ne? So, wir machen wieder einen schlauen Rechtsklick. Ah, das haben sie sich breit aufgestellt. Damit die Schüsse auch daneben gehen können. Ich seh nix! Oh, was, wir haben Jäger verloren? Jawohl. Wir haben hier einfach mal eine richtig schöne Position. Unser Schild war als Deckung für unsere Schützen davor. Wo ich ja jetzt schon weiß, dass The Man with a Plan da was dagegen hätte. Zumindest bei Total War damals in Rome. Ach, schade, daneben. Ich versuche so ein bisschen auf die Arbo-Schützen mit zu erwischen. Weil die Infanterie da hinten, die hat natürlich gute Position bezogen, ne? Oh, cool. Ich hab trotzdem was. Ah, wir verlieren Rekruten hier. Oh, Vorsicht, Kumpel, Vorsicht. 77er Schaden, nice. Das ist natürlich immer noch sehr ausgewogen hier. Oh Gott, meine Schüsse gehen ja wieder sonst wohin. 80er Schaden, schön. Ja, die hinteren Reihen haben halt doch keine Schilde. Obwohl mir die hier vorne ja lieber wären. Ja, genau jetzt bewegt er sich weg, natürlich. In dem Moment, wo ich schießen möchte. Ja, und wieder. Okay, keine Munition mehr. Na denn. Rücken wir mal hier hin vor. Wo ist eigentlich die feindliche Kavallerie da hinten? Okay. Ich finde das echt auch viel intuitiver, mit Rechtsklick einfach diese Lektion abzubrechen. Ja, nun kommt doch. Ich warte doch bloß auf euch. Ich habe Taktik-Skill. Gut zu wissen. Ihr schießt doch da oben, oder nicht? Hüpft mal hier hin. Könnt ihr vielleicht ein bisschen besser schießen. So. Wir rutschen wieder ein Stück vor. Taktisches Vorrücken, würde ich mal sagen. Versuche einfach bloß jetzt die Gegner zu triggern und dann meine Kavallerie noch chargen zu lassen. Habt ihr heute keinen Bock oder was? Etwas breitere Aufstellung. Oh. Wer hat jetzt die bessere Position, ne? Ja, und wir schießen dir schön in die Seite rein, weil die natürlich ihre Front auf uns zu bewegen. So, sie chargen. Dann chargen wir zurück. Mit erhöhter Position. Genau im richtigen Moment. Ach, herrlich. Ja, moin. Da kam gerade irgendwo eine Verstärkungswelle, deswegen hakelt das bei mir. Es liegt nicht an den Leichen. Ich habe das mal offscreen getestet, aber danke für den Hinweis. Aua. Eine Sense im Rücken tut schon ein bisschen weh. Muss ich gestehen. Wow. Aua! Ich fall gleich wieder um hier. Verdammt. Ich gehe mal lieber in den Pulk rein. Da habe ich echt ein bisschen weniger aufgepasst diesmal. So.
Der ist in der Masse untergegangen, der Typ. Okay. Wenn ich noch ein bisschen Schaden austeilen kann, freue ich mich, bevor ich jetzt hier umkippe. Das wäre sehr schön. Ja, und da ist er weg. Kein Schlag von der Seite. Den hat nicht kommen sehen. So. Aber schon über die Hälfte ist gefallen des Gegners. Ach, Moment, meine Schulter juckt. Ah, Entschuldigung. Ah. Hat schon seit 5 Minuten gejuckt. Huch, wollte ich gar nicht. Moment, zurück. Ja, die Sache ist safe jetzt. Es kommt hier irgendwo eine Verstärkung von ihm. Ach, seine Kavallerie lebt noch. Lol. Aber es... Ah, okay. Zwei Kavallerieeinheiten sind noch die letzten bestehenden Einheiten. Der Rest ist nur noch Rumgeplänkel hier. Ja, wir haben auch einiges an Verluste getragen jetzt. Aber ich glaube, das Verhältnis ist deutlich zu unserem Vorteil. So, was geht jetzt hier noch mit der Kavallerie? Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass ein Großteil meiner Bogenschützen hier gelitten hat. Oh, es geht, es geht. So viele blaue liegen hier gar nicht, wie ich gerade sehe. Okay. Ach, und die Frau Weidenrinde hat jetzt schon direkt auf dem Feld in der Schlacht auch schon Medizin geskillt, um halt eine tödliche Verletzung zu einer normalen Verwundung umzuwandeln. Nehme ich mal an. Das war zumindest damals in Warband immer noch so. Das gab es richtig auch als Beschreibung vom Skill. Ja, der letzte Reiter Landias. Ach, leider ist er nicht der letzte. Ja, haut ihn um. Beste drauf da. Hört. Der Sieg ist grundsätzlich da. Aber hier flieht noch einiges, ne? Ah, doch nicht. Okay. Wunderbar, würde ich sagen. Wunderbar. 45 insgesamt verloren. Ich muss sagen, das ist ein gutes Verhältnis. Wie gesagt, wir haben ja die Schwierigkeitseinstellungen abgeändert. Zu Ungunsten von uns, also zugunsten des Gegners haben wir sie geändert. Und dafür, dass wir eigentlich eine fast gleich starke Armee waren, ist das in Ordnung. Ja doch, zumal die hatten viel, viel mehr Beschuss. Auf jeden Fall. Und bei mir, meiner Truppe, 12 wieder. Ja. Ausgerechnet die stürgische Schockinfanterie. Schildwall. Karawanenwache, ist okay. Rekrut, ja gut. Ist natürlich immer die, die zuerst sterben. Ne? Aber ich würde sagen, so im Mengenverhältnis. Verwundet und getötet. Ja, zumal wir ja auch gewonnen haben. Und dadurch ist ja die Truppe weg. Die ist dann Fujikato, ne? Plünderer und vandalianische Milizen. Nee, also beim besten Willen, die Milizen nehme ich höchstens als Garnison mit. Landianische Stabdurchträger, ihr könnt euch jetzt wohin entwickeln, zu Landsknecht oder Volgeur. Zweihand und Stange, auch Zweihand und Stange, aber Athletik sehr schnell. Wo hat der hier auch? Wo ist bei euch jetzt der Unterschied? Ach, der hat diese komische Hellebarde und der hat einen richtigen Speer. Das heißt, er kann auch schwingen, er könnte theoretisch auch in zweiter Reihe stehen. Und über die Köpfe hinwegschlagen. Dann nehmen wir den Volgeur. Klingt ein bisschen wie Voyeur, ne? Und wieder ein bisschen Kavallerie nachgeskillt. Sehr schön. Machst du zwei hiervon, zwei davon. Das war blöd, weil. Wollte doch auf die Vorhaut hochperken. Naja, egal. Dann Sturgia. Wie viele Schützen haben wir denn gerade? Machen wir mal wieder einen hier hin und der Rest wieder in die Schildinfanterie. Will hier irgendwas gerade nachrutschen? Leider nicht. Stufe 4 Kavallerie, davon 4 Stück. Hier nochmal zwei von denen. Armbrustschützen ist jetzt nicht so wichtig. Knappe Landsknecht. Vorhut können wir verkaufen. Wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten, ne? Kleines bisschen wenigstens. So, 13 können wir noch. Oh, siehst du, die könnte ich ja auch verkaufen. Armbrustschützen könnte ich ja generell mal mitnehmen, um sie zu verkaufen, ne? Fällt mir mal eben so ein. Erschreckenderweise. So, zack. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wieder ordentlich Getreide dabei gewesen, immerhin. Ein bisschen Vieh und Flachs. Was? Null Pferde?
Ich wollte noch ein bisschen Tragekapazität. 14er Helm nur. Pass auf, wir machen das gleich so. Nee. Zack. Wie sieht's hier aus? Ebenso bescheiden. Sind wieder aber Speere und Schwerter dabei und hat ein bisschen Rekrutenwaffen. Auch keine besonders guten jetzt für unsere Zwecke. So. Ja, Armee ist vernichtet. Und so im Verhältnis haben wir echt wenig mehr Leute verloren, ne? Ich bin schon wieder verwundet, ey. Das gibt's nicht. Gehen wir nochmal kurz hier rein. Nee, tun wir nicht. Gucken wir, ob wir hier ein paar Rekruten ranbekommen. Alles wahrscheinlich nicht, weil es geplündert. Natürlich alles geplündert, weil wir kurz vorher noch die Batane ja als Gegner hatten. Die wird schon wieder geplündert. Okay, dann reisen wir mal dahin. In der Zeit können wir uns auch noch ein bisschen erholen. Wenigstens ein bisschen. Führung auf 51 hochgesetzt. Aber jetzt geht's aber ab hier mit der Führung, ne? Jetzt, wo ich die Armee führe. Da wir wieder jemand nachrekrutieren, sehr gerne. Oh, ich sehe gerade, ein Großteil unserer Gefährten ist noch ziemlich hart angeschlagen, nur Tulak nicht. Ach, siehst du, und dann wollte ich was gucken. Berittene Bogenschützen. Wenn er dann überlebt hat. War das nicht so ein Beni Isal oder so ähnlich? Ist er weiter oben gelandet? Nee. Wir hatten ja vorhin noch so einen berittenen Bogenschützen. Hier, Beni Isal, oder? Zeig mir mal deinen Truppenbaum. Nö, der ist eigentlich schon mit Wurfsperren bewaffnet. Wer oder was oder wo? Ach! Das könnte natürlich ein Begleiter gewesen sein, ein Gruppenanführer, der da mitgeritten ist. Klar, da habe ich gar nicht gedacht. Alles klar, dann ist alles schick. Ich bezahle für zwar, dass wir den erwischen, weil er wegrennt, natürlich, mit einer 3,3 Geschwindigkeit. Aber gut. Ich sehe aber gerade, wir könnten da eventuell rekrutieren. Sieht nämlich nicht geplündert aus. Die Dumm. Verlassen. Dann gehen wir mal nach Rowald. Es ist ruhig geworden hier vorne. Und da kommt sogar Seneva. Sehr schön. Wir können bald zum Gegenschlag ausholen, Leute. Dann holen wir uns endlich diese verdammte Festung hier drüben. Tirby, direkt in der Nähe von Rowald. Super Lage, würde ich sagen. Natürlich kriegen wir da nicht ab. Herzlichen Schrank hoch. Verkaufen wir ein paar Gefangene. Die Armbrustschützen und so. Tschüss. 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 Aus drin. War schön mit dir. So, und dann alles, was über Stufe 4 ist. So, ja, nochmal ein Tausi. Der Zusammenhalt, der macht mir am größten Sorgen. Schade, dass man da nicht irgendwie mit Sondersold oder so den Zusammenhalt nochmal steigern kann. Hier die 4 Flachs, die waren gratis, die kannst du nehmen. Schweine, Schafe, Kühe, obwohl ich davon Fleisch hätte holen können, ich weiß. Apropos Fleisch, das ist gerade ziemlich günstig hier im Verhältnis. Gibt's woanders noch günstiger, ich weiß. Aber da hole ich mir mal einen Fuffi von. Oh, da mal einen Huni von. So, einfach nur wieder für die Vielfalt, dass ich dann dementsprechend in Führung weiter skille. Wir haben auch noch was zu verkaufen, eventuell auch einzukaufen. 2 Lastfelder nehme ich jetzt einfach mal. Und den ganzen Kladderadatsch haust du mal raus. Den ganzen Kladderadatsch auch. Und hier gucke ich gleich mal wegen Schmieden. Wird mich auch mal wieder Zeit, dass wir da weitermachen. Aber vorher bin ich wirklich noch gewillt, mal wieder nach einer besseren Rüstung für mich zu gucken. Eine Ganzkörperrüstung. Ist zwar schon eine 28er, aber ihr seht, ich krieg ständig aufs Maul. Auf gut Deutsch. Okay. 14.000, die ist gebongt. Wisst ihr auch warum? Die hat eine höhere Rüstungsstufe. Ist zwar auch schwerer, was mich jetzt aber nicht stört, weil mein Athletik-Skill, der kompensiert das wieder. Gibt mehr Beinrüstung und mehr Armrüstung und nur minimal weniger Körperrüstung, aber dafür von der Qualität der Rüstung her besser. Deswegen hau ich mir die jetzt hier mal drauf. Sieht natürlich komisch aus mit den Schulterpanzern. Da können wir gleich nochmal gucken, ob wir da was Besseres finden vielleicht.
So, unsere Heilerin, ganz wichtig. Warte, Moment mal, die hat... Was hat die? Die hat Rüstungsstufe 6 die ganze Zeit und ich weiß das nicht? Alles klar? Tulak. Aber das ist ja der Kusaiten-Rüstung, das passt doch zu ihm, ne? Ja, kriegst du eine gute Verbesserung hier rein. Ja. Schüttebühn! Arme und Beine sollte sowieso eigentlich nicht in Kampf geraten bei dir, von daher passt das ja. Jetzt haben wir hier noch eine 15er. Ja, die hat sowieso schon eine bessere. Sibur. Ich glaube, das riecht die gleiche, ne? Ja. Gut, dann wird die hier verkauft. Jetzt gucken wir nochmal für mich nach Handschuhe. 24, warum nicht? Ja, weil sie 8000 kosten. Aber auch eine bessere Rüstungsstufe. Ich schau mal. 16.000, einfach mal so auf den Tisch knallen, ist natürlich auch nicht gerade wenig, ne? Moment mal. Achso, das sind die Sachen, die ich jetzt noch verkauft habe, okay. Stiefelchen, habt ihr keine besseren hier als den Rammstar? Helm, oh, 36, oh, zwei Rüstungsstufen höher. Komm, probier mal. Steht dir auch noch, verdammt. Sortier das mal nach Typ, bitte. Was ist denn das für ein Ramsch hier? An Stiefeln. Habt ihr keine besseren? Hier. Nochmal 3,7. Keine bessere Rüstungsstufe? Das ist schade. Oh, ein Schulterpanzer? Oh, hier so ein westliches, vornehmes Kleid. Das wär's doch, oder? Wollen wir anprobieren? Das ist es doch. Das nehmen wir jetzt. Dann laufen die alle schon weg oder liegen vor Lachen auf dem Boden. Nee, machen wir natürlich nicht. Oder ich zieh so an die Schlacht. Nein. Zack, das kannst du zurückstecken hier. Das wollen wir nicht. Man, die haben echt keine guten Schulterpanzer hier, wa? Hm. Na gut, Helm habe ich jetzt so bitte schon. Du hast einen 36.000, alter Schwede. Kriegen wir aber schnell wieder drin. Schild. Das ist meine gute Überlegung. Ach so, der war schon nach unten gescrollt. Das hat mich echt gewundert, ey. Nö. Definitiv nö. Ebenso nicht. Waffenstufe 5 mit den Pfeilen, nochmal 10.000. Oh. Machen wir halt mehr Schaden, brauchen wir weniger Schuss. Haben aber auch weniger am Köcher. Genauigkeit 100. Ja, komm, ich gönne mir heute mal, ne? Ich gönne mir heute mal. So, und dann wollte ich aber noch bei den Äxten gucken. Nach Typ sortiert, Äxte. Da ist einiges. Ist die, die ich mal verkauft hatte. Ja. Okay. Dann wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass wir sie selber schmieden müssen. Sibur. Du hast dieselben. Dann verkaufen wir die hier. Dann gehen wir noch auf die Rüstung. Sibur wurde gerade übergangen, als wir nach besserer Rüstung geguckt haben. Deswegen kriegt er jetzt erstmal bessere Stiefel und bessere Armschienen und einen besseren Helm. Gucken wir nochmal kurz bei Tulak rein, ob er den Helm gebrauchen könnte. Ne, aber die Armschienen. Kann es das sein, dass ich gerade was verwechselt habe? Ne, habe ich nicht. Dann geht das hier nochmal mit raus. Sind wir bei 44.000 und immer noch über 100.000. Finde ich auch okay. Ja. Zack. Darf ich schmieden? Darf ich? Ich habe wieder Ausdauer. Gerne, Matiko. Wir brauchen erstmal Kohle. Frau Weidenrinde, kommen Sie mal ran hier auf den Meter. Verfeinern Sie mal. Wir haben ja hier noch Hartholz bekommen. Da
Dann gehst du wieder auf Robin Gateway. Und dann sagen wir hier mal Schmieden. Ich wurde nämlich darauf hingewiesen, danke an der Stelle nochmal, dass ich doch hier schon bereits Eisen, Säbel, Säge, Blatt schmieden kann. Und ihr seht, Schwierigkeit ist jetzt schon mal von 60 auf 70 hochgegangen. Und jetzt gucke ich einfach mal durch, ob ich hier noch mehr habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Die Länge kriegen wir jetzt auf 85 hoch. Hier haben wir keins. Hier hätten wir schon eins. Ach, der nimmt schon mal automatisch das, was wir nehmen könnten dafür. Okay. So, hier können wir die Schwierigkeit nicht erhöhen. Aber jetzt möchte ich mal gucken, ob ich da vielleicht das Material erhöhen kann. Denn mir wurde halt auch gesagt, je mehr Material man verwendet, desto mehr, desto schwieriger wird das wohl. Und je schwieriger das ist, das Werk, was du hier schmiedest, desto mehr Erfahrungspunkte kannst du wohl auch bekommen. Kommen wir mal einfach hier und hier. Dann mal so. Moment, das hat nicht ganz so näher nehmen, ne? Ne, jetzt aber. Ja, hier habe ich natürlich keinen ausgewählt, deswegen. Müsste mal den. Zack. So, sieht überhaupt nicht toll aus, ich weiß. Wird dementsprechend auch sehr schlecht. Gewicht von 2, ja. Hier ein Hiebgeschwindigkeitsmalus, Stoßmalus, Handhabungsmalus. So. Einfaches Breitschwert hergestellt, hat er bloß gesagt und hinzugefügt. Okay, aber Schmieden habe ich wieder einen Fertigkeitspunkt erhalten. Das war bei 35. Okay, das heißt, das machen wir jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Und dann ist meine Ausdauer auch weg. So. Die verkaufen wir natürlich auch. Oder sind die sogar zufällig besser als sein Schwert? Ey, ich würde so lachen, ne? Sortiere die mal hier nach Wert. Da konnte ich sowieso immer wieder mal gucken. Auch wenn er wirklich ein Tier 6 Schwert schon hat. Das ist schon richtig nice. Nee. Wo sind die, die ich jetzt hier geschmiedet habe? Was sind die jetzt wert? Wo sind die denn? Ach hier, hergestellte. Okay. Naja, immerhin, ne? Nicht das Schlechteste vom Schlechtesten. Bin ich jetzt im Handel drin? Ja, ich bin im Handel drin. So, haust du mal raus, haben wir nochmal 7000, fast 8000. Zack, haben wir da wieder einen Teil unseres Einkaufswertes wieder drin. Und wir werden mal hier kurz ein bisschen warten. Wieder ein bisschen zum Heilen. So. Verlassen wir jetzt die Gegend hier wieder und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt doch Türbi holen können. Ich habe zwar nur 30% Gesundheit, aber ich mache mir auch so langsam ein bisschen Sorgen um den Zusammenhalt. Wenn ich halt nicht ausreichend Einfluss ranbekomme, dann kann ich halt die Armee auch nicht zusammenhalten. Oder hat ihr schon entschieden, wer die Festung kriegen soll? Sollten wir die auf jeden Fall belagern? Dann kann unser Tulak nochmal ordentlich nachskillen. Ach, guck mal in der Schau. Jetzt sehe ich hier sogar vom Feind die Skillwerte. Die Baukosten, die Trefferpunkte, Schwierigkeit. Achso, weil es bestimmt immer dieselben sind. Okay. Na gut, wir können ja schon mal sagen, dass das hier und das hier und... Na, lässt du mich das auswählen? Dass hier gebaut werden soll. Nehmen wir an, das werden wir alles brauchen, denn wir haben diesmal eine ordentliche Garnison hier zu stehen. Die Feuer-Onager, warte mal. Da ist die Schwierigkeit bei 40, die normalen Onager ebenfalls. Die Ballisten sind sogar schwerer. So, dann machen wir Feuer-Onager. Die habe ich mal in einer Multiplayer-Session mal ausprobiert. Die machen schon mächtig Fun. Und gut Schaden. Wenn die sich einmal eingeschossen haben, dann machst du eigentlich dauerhaft guten Schaden. Vorausgesetzt, die Dinger überleben so lange. Dann müssen wir mal schauen, ob wir so lange das jetzt hier durchhalten, ne? Ohne, dass irgendwo generische Verstärkung kommt. Noch sieht's gut aus. Ja, moin! Kannst du mir helfen, oder was? Nee, er läuft weg. Nein, eine 400er Armee schon wieder, das gibt's doch nicht! Ist das euer Ernst? Sivo ist aufgelevelt. Falsch. Hier wollte ich draufklicken. Obwohl, kann es sein, dass ich gerade noch was rekrutieren kann und deswegen draufgeklickt habe? Jawohl.
Hast du schon mal fertig? Ah, ich finde das so doof, dass der automatisch hier immer gleich die Zeit laufen lässt. Ich fand es angenehmer, als automatische Pause drin hatten. So, Sivur. So, du hast einen Fokuspunkt bekommen und sogar noch einen Attributspunkt. Das finde ich sogar sehr schön, mein Lieber. Du bist unser Speer, ne? Genau, dann kriegst du hier nochmal einen drauf gesammelt. So, und dann kriegst du hier auch den... Moment, Timer klingelt. Aktueller Schwerpunktbetrag 5. Du kannst dieser Fähigkeit keine Fokuspunkte mehr hinzufügen. Oh. Geht wahrscheinlich erst, wenn ich hier eins hinzufüge. Okay. Na denn, als unser zweiter Bogenschütze an der Front. 50% länger zielen, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Qualität pro Tag für regierte Siedlungen hat er ja nicht. Erhöht deinen Schaden gegen Berittene mit Bögen um 30% Unterhaltskosten der Garnison, wenn er Gouverneur wäre. Hm. Oh, machst du erstmal diesen hier. Wertsch. Okay. Ihr wisst schon, was kommt. Da müssen wir natürlich erstmal zurückschlagen, ne? Wenn ich Glück habe, folgt er mir. Sie. Ja, sie ist. Was ist das überhaupt? Okay. Aber Lieben, ich mache jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen. Es ist ein Gegenschlag, der erfolgt. Ob wir ihn durchsetzen, ist die andere Frage. Wir können ja gerne nochmal zum Abschluss der Folge, mache ich ein ganz, ganz kleines bisschen Überlänge, nochmal in die Kräfteverhältnisse reingucken. Wir haben jetzt schon wieder welche verloren. Und die kriegen schon wieder welche dazu, oder? Ja, es hat sich eher gehalten. Sag mal so, es hat sich eher gehalten. Ich hoffe, es bedeutet, dass wir 11 Gefangene genommen haben und nicht andersrum, weil das ist mir immer noch nicht ganz schlüssig hier. Die zugefügten Opfer, wir haben dann 2.500 zugefügt, die haben 1.300 zugefügt. Das heißt, es sieht jetzt erstmal eindeutig aus. Wenn ich jetzt noch eine Belagerung durchzimmere, dann kann es schon sein, dass die dann sagen, okay, wir hätten gerne Frieden. Obwohl die wiederum deutlich mehr Überfälle geschartet haben, ne? Müssen wir mal gucken, schauen. Looky Cookie machen, wie die liebe Schnotennuller immer sagt. Du warst so nah und dann doch so fern. Ja, schon was ich vorhabe. Ich will mich hier so Stück für Stück vorbelagern und dann irgendwann sagen, das ist mein Reich. Ihr könnt mich mal am Tüffel tuten. Ich mache jetzt hier Unabhängigkeit. Aber ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.